mache dieses Spiel ultra gerne und es geht mir voll auf den Sack. Klar. Fick dich doch einfach, ey. Weißt du, du denkst schon, hey, Dark Souls musst du irgendwie, ne? Ruhig und systematisch spielen. Boah, spiel mal Nioh 2, ey. Hört auf zu blocken, du Motherfucker. Und hör auf. Ja, nee, ist klar. Fick dich. Verbrenn, du Wichser. Holy moly. Dass das Spiel unfair ist, ist das eine, aber irgendwann ist auch mal gut. Ja, mögt ihr da mal hier vorkommen oder wollt ihr 3 Jahre da rumstehen? Das ist ja meine absolute Lieblingskombo. Wofür mache ich eigentlich einen Finisher, wenn ich dadurch gefinisht werden kann? Vollkommen absurd. Magst du irgendwas machen, was ich countern kann? Damit ich actually Schaden an dem machen kann? Ja, sowas zum Beispiel. Yep. Yep, danke. Voll fair, danke. Finally! Ich möchte nur anmerken, der Mob hat keinen Key mehr. Er kann seinen Key einfach regenerieren. Doch. Ich hasse dieses Herumspielen um den Parry. Das ist absolut nervtötend. Kaputt, ja. Wenn du oft genug draufschlägst, stirbt in diesem Spiel ab und zu auch mal was. Ist zwar eher selten der Fall, aber hey. Oh, miese Katze. Ich würde ja durchrushen, aber ich habe keine Elixiere mehr. Och nö, nicht noch einer von denen. Töte ihn, Kitty! Not over yet.
Okay, ich mag die Katze. Toll, Geistersteine hat sich ein total gelohnt, der Umweg hier hinten rum. Gott, wie lange geht denn das noch weiter? Ist hier irgendwo mal der... Oh, hier ist wenigstens der Shortcut, den ich die ganze Zeit gesucht habe. Finally. Was haben wir denn hier noch? Ein bisschen hast du noch vor dir. Ja, das hier ist ein bisschen abartig lang für meinen Geschmack. Ich sehe den Mob da drin, aber ich kann ihn nicht attacken. Warum sollte ich auch? Ich hier auch den Kodama da drin. Okay, bevor ich das... Ach du Scheiße, ja. How about no. Gehen wir doch mal hier ein bisschen erkunden. Hier bin ich ja gerade gefühlt nur durchgerusht. So. Was haben wir denn hier noch für Möglichkeiten? Hier ist nichts mehr. Hier auch nicht. Möchtest du bitte verbrennen? An was habt ihr denn hier rumgenagt? Hallo? Toll, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Und das führt zurück nach hier. Okay. Ach so, hier ist einfach ein Weg, den ich hätte gehen können, gut. Hier ist gar nichts, als ob. Okay. So, dann geben wir mal den Kodama hier. Das ist nicht mein Kodama. Wisst ihr, was mich so ein bisschen nervt? Ist, du gehst diese ganzen Sonderwege hier, weil du denkst, oh, awesome Loot, und dann ist es im Grunde genommen gar nichts. Das ist ein bisschen nervtötend. Dass die Tür hier nicht aufgeht, ist auch ein Wunder. Das ist der Dings, Tonglocke des Rufes, was auch immer das ist. Okay. Ja, ja, komm mal her. Was? Ist der auf mich drauf gestolpert und ich bin deswegen gestorben, oder wie? Okay.
Ich war zwar der Meinung, der hat über mich geschlagen, aber anscheinend, weiß ich nicht, bin ich von Schlamm getroffen worden. Tödlich. Das war weird. Yo. Das sind Unblockables. Okay. Gott, das ist so weird. Aber die kann ich quasi mit dem anderen Parry parieren. Warum man dann nicht einfach... Es ist halt... Ich verstehe nicht ganz, warum man nicht einfach alle Attacken mit denselben Counterattacken. Warum muss der Gegner irgendwie zuerst eine rote Raure haben, damit ich ihn parieren kann? Warum kann ich ihn nicht... immer parieren. Immer ist zu einfach. Cool, ich kann's nicht mal parieren. Er läuft einfach durch mich durch. Das geht natürlich auch. Hier ist ja noch 10 Kilometer. Ach so. Mother? Wirklich? Ich habe was getroffen. Ist ja bescheuert. Okay, wir könnten entweder hier rein, was total safe aussieht. Ja, das sieht so safe aus. To let such corruption defile this most sacred of fortress, there will be a reckoning for this. Hallo Mietje. Katzen sind super, ich mag die. Ich weiß zwar nicht, was der Buff macht, den die mir gibt, aber... Zumindest ist es etwas, was mich nicht versucht zu töten. Das ist schon mal viel wert. Da kann ich nicht lang. Das muss ich von der anderen Seite öffnen. Das heißt, hier geht's quasi nur hoch. So viel Geduld habe ich noch. Ach, das löscht hier wieder Dinger, ha? Huh?
Also das sieht ein bisschen sehr verdächtig aus. Große rote Tür zum Eintreten. Sure. Wäre zu einfach gewesen. Okay, das heißt, ich habe den Weg hier neu eröffnet. Hier ist nichts. Und da ist schon wieder ein Yokai. Hier ist überall Yokai-Waber gerüchert. Okay. Klar, wer möchte auch Platz zum Kämpfen haben? Ist ja Schwachsinn. Ist ja vollkommen absurd. Nervig. Ach, jetzt darf ich mich wieder mit dem Bogenschützen rumschlagen. Da habe ich ja voll Nerv drauf. Was war eigentlich hier hinten? Nix, ne? Ach ja, stimmt, da war nur der Ding. Ach ja, jetzt muss ich den ja fighten, weil ich den getriggert habe. Komm, wenn fighten wir hier. Hast du Lust? Kommst du soweit? Ja, dreh ihn wieder um. Gut. Erstmal hier Heinz, Jürgen, kriegt jetzt das mal. Ich hasse Bogenschützen so sehr in diesem Spiel. Es ist absurd, wie sehr ich sie hasse. Natürlich ist er nicht tot. Warum auch? Ich will eigentlich ein... Ach nee, ich muss hier eh rein für meinen Kram. Wenn ich irgendwo finden, wo Platz ist. Ja, aber wo ist hier Platz? Hier ist nirgendwo Platz. Andere Idee. Na, ja, okay. Ich dachte, Drop Attacks staggern ihn vielleicht. Nope, tun sie nicht. Gott, die Form ist so nutzlos, ne? Es ist der Wahnsinn. Nice tracking, Arschloch. Mitten in meiner Combo kann er mich einfach grabben und töten. Ja, Gratulation. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Hitstern? Oh, können wir nicht. Wir sind Japaner. Hitstern ist nicht japanisch. Was ein Quatsch, Mann. Ja, natürlich war Stamina alle, aber...
Weißt du, die Situation hier ist auch nicht besser mit Captain Snipe, Blobble und hast du nicht gesehen. Ist halt absolut nervtötend. Vielleicht komme ich ja jetzt wenigstens an meinen Kram, ohne den Typen zu triggern. Ja, immerhin etwas. Nope, alles von der anderen Seite. Das war eine super Idee. Okay. Aber es gibt mir eine interessante Idee. Was passiert, wenn ich rechts rumgehe? Ich meine, meine Amrita sind mir egal. Zum Leveln komme ich eh nie. Wie denn auch? Come on, Dio, danke. Okay. Yoink. Super Ausdauermanagement, nämlich nicht vorhanden. Ach, hier ist so ein Spacko, hä? Huh? Nervig. So. Oh, okay, ich muss das von innen machen. Ja, da ist die Tür. Du siehst die halt von außen. Interessant. Das hier bringt einem halt auch nur Becher. Da kommst du halt nicht mal hoch. Ich muss innen rum. Weißt du, wenn ich den da oben irgendwie angreifen könnte, ne? Wäre halt super. Okay, let's see. Ja, cool. Why can't I shake this feeling? Someone's watching me.
Nice. Bath time. Okay. Ach, kann man hier eine Tür dahin aufmachen? Nee, natürlich nicht. Wie kann man hier sterben? Okay. Ich meine, da ich jetzt das Ding auf habe, dann habe ich ja Platz, einigermaßen Platz zum Feinden. Jetzt drei das. I'm sorry, Ravi. Ich habe wirklich versucht zu sterben, aber der Mob hat seine KI halt in der Ecke gebackt. Es tut mir leid. Ich musste ihn von seinem Leiden erlösen. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Die waren alle von der anderen Seite. Hier war nichts, das muss ich löschen. Also hoch mit mir. Ein Affe? Ein Affe und hier ist kein Platz? Ist das euer Ernst? Oh Gott. Das wird interessant. Scheiße. Das war problemloser als geplant. Come on, dein Ernst? Debate Mobs, ey. Okay, da geht's raus. Hier geht's hoch.
Will ich den echt fighten? Oh Gott, das hier ist fucking Hölle. Du hast hier so die Auswahl zwischen Totschlag, Cholera, Krebs, AIDS, allem, ey. Die ganze Zeit ist die KI nicht in der Lage, diesen Move zu machen. Und dann plötzlich fällt ihm auf, oh, dachte mal, ich bin halb tot. Ich habe ja noch mehr als einen Move. Der hat übrigens denselben Starter wie alle anderen Moves. Das ist doch ätzend, ey.